Wie sollen wir denn in diesem verrückten Schiff bloß den Kontrollraum finden? Wir sind ja optimistisch, was? Diese Hebel sehen aus, als würden sie den Schild steuern. Und damit willkommen zu den dreckigen Großmäulen. Und willkommen zu Lego Batman 3, jenseits von Gotham. Wir sind zurück hier auf Brainiacs Schiff und werden jetzt dem ein Ende setzen. Denn ich habe keinen Bock, dass die Erde auf einmal mini wird. Und das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht. Also verändern wir das. Und wir sind gerade grumpy. Und er ist halt gerade wirklich sehr, sehr grumpy drauf. Und stinkig. Okay, hier kann man nicht durch. Das merke ich. Brauchen wir Betty. Und das... Come on, Gegner nerven so hart in Lego-Spielen. Sie sind ja nicht irgendwie herausfordernd, sie sind einfach nur nervig. Gut. Dann können wir das hier erstmal rausziehen. Damit wir für Betty eine Leiter haben. Nee, du sollst sie bitte unsichtbar machen. Da. Plumps. Und jetzt brauche ich Lufa mit seinen. Nein, nicht mit seinem Ultramech-Anzug, sondern mit dem Anzug. Genau. Ja. Warte. Ich kann es jetzt nicht aktivieren. Hat Lufa nicht auch so einen Anzug? Ja. Aber es sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Es sieht wirklich nice aus. Und da ist ein Minikit. Und ich komme wieder rein. Wandi, jetzt gehen! Okay, beruhig dich. Okay. Warte mal, ist das nicht der passende Anzug dafür? Nee, ach Quatsch, das ist dieser Elektroanzug. Das ist der Standardanzug und das ist der. Ah ja, dann hat er nicht so einen Anzug. Schade. Und Batman? Batman hat aber auch nicht so einen Anzug. Oder? Nee, leider nicht. Schade. Aber ich kann damit leben. Batman eher nicht so. Ich hätte es auch anders machen können. Naja. Man muss es nicht so machen, wie das Spiel es sagt. Das sieht sehr danach aus, als würde Grumpy dort reinpassen. Grumpy ist jetzt bereit, in dieses Erdloch reinzugehen. Warte, ich muss hier noch Münzen einsammeln. Warum bin ich von irgendeinem dummen Grashalm angegriffen? Ich habe hier irgendwas gefunden. So eine fette Kettensägen-Auto. Da bin ich wieder. Okay, danke Grumpy. Du bist echt ein Ehrenmann. Aber bevor wir das Teil benutzen, werden wir erstmal hier ein paar Sachen looten. Obwohl looten ist es ja nicht, sondern eher kaputt machen. Und jetzt habe ich erstmal meine Stimme kaputt gemacht, nachdem ich Grumpy imitiert habe. Der spricht da wirklich so. Ich könnte einfach Synchronsprecher werden. Ich habe wirklich darüber mal nachgedacht, so ein Synchronsprecher zu werden. Aber ist für mich auch ein bisschen zu aufwendig. Vielleicht jetzt so eine Nebenrolle, wie das manche YouTuber gemacht haben. Aber größer ist, weiß ich nicht, ob ich mir das vorstelle. Komm schon, Bambi, du bist der Töter. Bambi tötet euch alle! Ich brauche mein Gras. Ich bin Mächtiger. Ah, Bambi, sowas ist aber nicht toll und auch nicht werbefreundlich. Also bitte sei still. Okay. Ah. Noch ein Hindernis? Sieht fast so aus, als würde Brainiac mit uns spielen. Niemand spielt mit Batman. Naja, wenn dann als Minifigur. Grumpy liebt Spiele. Okay, ich höre schon auf. Wir brauchen erstmal Betty, um dort da die Fähigkeit zu holen. Das ist eine neue Fähigkeit für bestimmt Lufa. Da mal reinkommen. Schildanzug. Was bringt mich dieser Schildanzug jetzt? Damit ich irgendwo durchkomme. Aber hier ist doch nicht Feuer oder so. Okay,
Okay, Batman, ich muss mal hier aufladen. Hallo? Ach nein, ich brauche den Strom, um dann das da aufzuladen. Oder was? Oder bin ich jetzt ein bisschen blöd? Ah, genau, hier kann ich aufladen und dort hinten kann ich das reinmachen. Genau. Und da haben wir es auch. Ah, und dafür brauche ich auch nicht den Tod, sondern dafür brauche ich Lex Luthor. Jetzt hör mal auf zu lachen, Alter. Ist nicht witzig hier. Nee. 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 Nein. Nein. Ja, das. Gut so. Jetzt ein bisschen was machen hier. Schädel. So was mit DNA. Vorstaub sehr viel. Aber nicht mehr lange, wenn Lex Luthor hier gehackt hat. Gut, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen lasern. Da hat doch Luthor auch den passenden Anzug. Genau. Einmal eine gerade Linie. Geradeaus und wieder zurück. Ja, weiter hoch. Okay. Ja, ich wollte schon sagen. Oh, was läuft denn da für eine Säure raus? Ist aber nicht schön. Okay, ich brauche noch mehr Teile. Dort hinten. Vielleicht mal ein paar Raketen reinschießen, dann war es das schon. Nochmal schön eine Linie ziehen. Jawohl. Und nochmal Flash töten. Das ist toll. Eieiei. Guck mal da, Alter. Luthor, ist es jetzt dein Ernst, dass du da wirklich reingelaufen bist? Das ist schon echt schade. Ja, ich weiß, dass wir Flash brauchen. Ich wollte nur die Scheiße da kaputt machen. Das Portal kann ich da nicht nutzen, weil dafür brauchen wir mehr für den Manhunter. Gut, klopp, klopp, klopp. Hallo? Hey, Batman! Wie ist die Lage, Robin? Ich bin in Brainiacs System. Ihr müsst durch die Tür auf der rechten Seite gehen. Ich öffne sie. Das ist die linke Tür, Robin. Oh oh. Sorry, Batman. Ich versuch's nochmal. Boah, Alter. Kannst dich ein bisschen beeilen? Kommen hier gerade 50 Leute. Nein, sind nicht 15 Leute. Warte, ich brauch wieder Grumpy, der kann das gut. Alle töten. Bin ich auch hier lang? Da! Gerade rechtzeitig aufbekommen! So kann man es auch sehen. Naja, hätte auch schneller gegangen. Aber okay. Sagen wir mal nichts. Ich konnte jetzt nicht diese Münze einsammeln. Wie schade ist das denn? Hoffentlich ist alles okay bei Batman. Er klang ziemlich wütend. Er kommt schon klar. Er ist ja nicht der nachtragende Typ, der auf Rache sinnt oder so. Meine Sensoren zeigen eine Energiequelle hinter diesen Türen an. Ja, Batty war nur so ein bisschen wütend, weil du nicht rechtzeitig die rechte Tür geöffnet hast. Das muss ruckzuck passieren. Aber ansonsten war alles okay. Mal ein bisschen umschießen. Meine Güte. Ich schieße euch mit meiner MG weg. Und klatsche euch noch weg. Alter. Da legt er sich auf den Boden. Und dann benutzt er seinen komischen Schlagangriff von seiner Waffe. Um dann wieder zu auszuschalten. Geiler Takedown. Boah, jetzt geh doch mal weg, Alter. Die gehen wirklich auf den Sack. Boah, geiler Elektroschock. Ich hoffe, das waren jetzt die letzten Gegner. Nein, es kommen natürlich noch mehr. Boah, Junge. Boah, jetzt sind wir aber geil dafür. Oder auch nicht.
das Spiel will mehr, dass ich kämpfe oder so. Wir können so einen Infrarotblick machen. Wir haben keinen Batman, aber wir haben keinen Batman. Kann es wirklich kein anderer machen? Das ist scheiße. Müssen wir einen anderen Weg finden. Oh, Minikit. Einfach mal so hier gefunden. Das hat uns jetzt nicht geholfen. Gut, aber da vorne, da kann Robin da was machen. Robin, deine Technik ist am Start. Wird eigentlich gefragt sein, aber okay. Ah, jetzt bin ich wieder Lampe. Willkommen bei Lampen-LP. Die kommen die ganze Zeit jetzt, oder? Okay, wir brauchen... nee, Quatsch. Joker kann das natürlich auch. Mit seinem richtig hässlichen Anzug. So. Und er hat natürlich auch noch so einen Haken. So eine Hakenpistole. Okay, und dann brauchen wir... Ja... Für wen ist das? Für Cyborg. Für Cyborg, okay. Hatte eine Jetpack, bis Batman das eine Mal mitgeflogen ist. Oh, dann ist er umgefallen. Ja, Batman, er muss auch ein bisschen weniger essen. Der ist schon so, ich sag mal nicht fett, sondern ein bisschen größer geworden, sag ich mal. Hier, da vorne ist ein Schalter. Ah, da muss ich lang. Okay, warte. Bevor mein Treibstoff hier rausgeht, lade ich hier nochmal durch. Oh, ein 10.000er Münze. Und ich sehe Musik aber auch immer dasselbe. So kommt es mir vor. Entweder dieses dünn, 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 oder dünn, 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 dünn. Ja. Jawohl. So, dann heißen wir es den mal ein. Oder elektrisieren wir es ein. Aber haben wir Brain jetzt nicht jetzt einen Vorteil gegeben? Weil ich habe jetzt ein bisschen mehr Strom gegeben. Ist auch nicht so geil. Muss da nicht Robin hoch? Oder kann das auch... Meine Güte. Kann das auch Joker? Ja, was soll das denn für dann so... Als ob der mit so einer Weste da direkt raufkommt. Deine Füße werden nass. Und das große Tor öffnet sich. Bababam. Okay, los rein da. Sein Spitzname wäre wohl nicht Brainiac, wenn er nicht gerne Rätsel lösen würde. Mann, war der gut. Nein, Brainiac heißt so, weil er Menschen kontrolliert. Und seine Gehirne liest. Deswegen will er auch so viel sammeln, damit er sie alle kontrollieren kann und seine eigene Welt bauen kann. Das finde ich nicht toll. Oh, hier ein kleines Rätsel. Ja, ist eigentlich recht einfach. Und die Münzen zeigen es schon an. Was ist das denn für ein komischer Mechanismus, dass die Münzen mir schon den Weg anzeigen? Oh, hi. Kann das Joker auch? Ja! Der ist einfach so eine Box, Alter! Junge. Der wird bestimmt so beim Unboxing, der ist dann in der Box drinne. Wenn dann Leute irgendwie so Pakete unboxen, dann ist der Typ einfach in der Box. Und dann sag ich, dann mache ich so Unboxing und sag so: Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video und hier machen wir jetzt Unboxing. Und dann öffne ich das Paket und dann ist da auf einmal Joker drin. Ich denke mir so: What the fuck, ich brauche einfach Joker. Oh, krass.
brauchen wir ja schon wieder Batty. Ich hab nicht Batty. Sorry, Batty ist nicht vorhanden. Gut, müssen wir alles dann im freien Spiel machen. Laser kann man ausschalten. Ey, warum sind die alle noch hier hinten? Boah, nämlich auch noch zu schlecht, um da rüber zu kommen. Ja, zack. Zack. Nicht rüberspringen, Joker. Komm mit. Und das konnte ich hier aufbohren. Oder aufschalten. Gut. Was ist das hier? Ein Minikit, jawohl. 2 von 10. Ja. Geh doch mal hier rüber. Gut, das kann ich auch nochmal aufschalten. Bekomme ich jetzt hier auch nochmal ein Minikit? Wäre natürlich auch geil. Bitte gib mir noch ein Minikit. Ah, oh, scheiße, ich brauche wieder Joker. Ey, Quatsch. Betty. Sorry, ich hab ihn nicht. Betty ist nicht da. Okay, beim Lasers müssen wir aufpassen. Aber erstmal die ganzen Gegner hier weghauen. Klatsch, klatsch, klatsch. Okay. How we do this? Okay, wir können hier so einen Schalterhebel ziehen. Schalterhebel. Dann sag ich nicht einfach Hebel. Und hier können wir auch nochmal hebeln. Zack. Und nur noch ein Laser. Die müssen wir wahrscheinlich ablocken. Genau, das kann dann Wonder Woman machen. So, Wonder Woman, dein Auftrag. Was? Zeig's ihm. Los jetzt, Leute. Schnappen wir uns Brainiac. Jawohl. Scheiß auf die Gegner. Ich bin ein Androide, vergessen! Funktioniert bei mir nicht! Und ich habe meine eigene Form der Gedankenkontrolle. Hä? Oh, muss wohl der Helm sein. Für dich ist das Ende jetzt gekommen! Mein Intellekt 12. Stufe ist zu hoch für die Helden der Erde! Leute? Leute! Nicht schon wieder! Wie kann Brainiac sie kontrollieren? Er hat Gedankenkontrolle. So ganz simpel. Aber deine Intelligenz endet bald. Bedeutende Nacht. Deine physische Form wird gelöscht werden! Nein, das darf ich nicht zulassen. Okay, ich muss gedrückt halten. Oh nein. Achso, ich muss doch pushen. Ah, scheiße. Jawohl, ich bin befreit. Von meinem eigenen Willen habe ich mich befreit. Oh mein Gott, Wonder Woman. Du bist so ein Wunder. Okay. Dann probieren wir die erstmal. Damit ich ein bisschen Geld hole. Weil wir haben fast 100%. Oh nein, Bambi, guckt euch den an, der wird die ganze Zeit runtergeschmissen. Auch Batman. Aber der ist. Gewesen, widern mich an! Warte, Batman! Keine Sorge! Der dunkle Schatten! Denk an ihn.
Jawohl. Der krasser Bosskampf. Ist das schon das Ende? Wenn ja, dann wäre es echt schade. Gut, da können wir explodieren lassen. Da können wir explodieren lassen. 1, 2, 5. Ach, come on. Ist das dein Ernst? Jetzt hier rein noch. Drei, vier und fünf. Ja, dann mach doch mal was, Batman. Ey, bist du blöd, Alter. Gut. Schnell, schnapp dir das Minikit. Jetzt. Dafür opfer ich mich gerne. Oh, 10.000 Münze. Ganz wichtig. Ja, ich muss, glaube ich, den einen hier noch töten. Gut. Du hast ja keine Ahnung, womit du es jetzt zu tun hast! Grumpy will nicht eingenommen werden. Er will frei sein. Gut gemacht, Grumpy. Hau ich dir mal schön auf die Fresse. Nein, 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 nein. Schwein kommt einfach. Wo sind sie hin? Ist Green Lantern tot? Die Explosion hat ihn getötet? Wir wissen nicht, ob er tot ist. Das wäre eine Schande. Er war so niedlich und süß. Ich habe wirklich Angst, dass uns das Gleiche passieren könnte. Kommt, Leute. Wir schaffen das. Kein Problem. Ich hoffe doch. Wie war das doch gleich? Oh nein, seht. Superman fällt. Nicht schon wieder. Oh nein. Armer Superman. Okay, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und zwar mit allen. Als sie von dem Licht der Lantern getroffen wurden, haben sich die Hauptemotionen der Ringe verstärkt. Übernimm das Kommando. Ich muss Superman holen, Robin. Moment, ich soll das Kommando übernehmen? Siehst du sonst jemanden, der das hinbekommt? Wenn Superman auf eine Miniaturstadt fällt, könnten unzählige Einwohner verletzt werden. Lande das Schiff. Wonder Woman, du kommst mit mir. Flash, schließ nach mir das Loch. Nur wenn ich das Schiff nachher behalten kann. Sicher. Von mir aus. Superman ist immer noch bewusstlos. Ach Gott, es geht noch weiter. Wie konnte ich das zulassen? Boah, es wird eine XXL-Folge. Wütend. Oh, aber ich kann hier richtig viele Münzen farmen. Jawohl. Das ist so ärgerlich. Halt durch, Wonder Woman. Wir haben ihn. Alles gut, Wonder Woman. Wir kriegen ihn noch. Alter, steh mir nicht im Weg. Meine Fort. Wie konnte ich mir jetzt diese Münzen da nicht kriegen? Nein, war's das schon? Okay, also, ihr habt's gehört. Ich hab das Sagen. Als erstes werden wir... weiß jemand, wie man das Ding fliegt? Oh, ich würde es gern mal versuchen. Weiß sonst noch jemand, wie das liegt? Wenn ich nicht so viel Angst vor einem Virus hätte, würde ich mich in das Schiff einklinken. Hey, dir passiert nichts. Ja, der Teufel hat recht. Wir sind Einen Tanagarianischen Krieger hält nichts auf. Der Lanternplage. Wo
Oh Gott, was war das denn für ein schlechter Humor, aber ich musste irgendwie übelst lachen. Ja, also, wir haben eigentlich ziemlich gute Sachen gemacht, aber Superman ist in die Erde gekracht und Brainiac ist noch irgendwo am Lauern. Aber wir kriegen ihn noch. Ja, Adam West habe ich nirgendwo gesehen. Aber diesmal drei Goldene Steine, sage ich schon, drei Minikits. Geschichte fortsetzen. Mayday, Mayday, Gerechtigkeitsliga, komm, habe die Kontrolle über den Wachturm verloren. Wir fliegen direkt auf den Mond zu. Bin ich erleichtert, dich zu sehen. Green Lantern von Sektor 2. Hal, was ist mit dir geschehen? Lange Geschichte. Die Explosion hat mich bis nach Ohr gepustet. Wo sind denn alle? Auch eine lange Geschichte. Wir müssen sie finden. Da ist unser grüner Boy wieder. Green Lantern. Aber dann würde ich erstmal sagen, war es das mit der Folge. Und Green Lantern. Wünsche euch schöne grüne Tage. Haut rein. Ciao, ciao.